Wie war das die Beratungen hier in Riga sind erfreulicherweise sehr harmonisch und wir werden ein gemeinsames Kommuniqué verabschieden können, in dem vor allen Dingen auch deutlich gemacht wird, dass die territoriale Integrität jedes Landes geschützt werden muss. Das ist eine sehr gemeinsame Position der Länder der östlichen Partnerschaft. Bei aller für einige Länder, insbesondere Ukraine und Georgien, ist natürlich auch, dass wir jetzt eine klare Perspektive für die Visafreiheit haben. Es müssen noch Maßnahmen umgesetzt werden. Die Kommission wird Ende des Jahres dann darüber beraten, ob diese Umsetzungen erfolgreich sind. Und dann gibt es, wenn erfolgreich umgesetzt wird, auch die Perspektive der Visafreiheit. Ich werde einige bilaterale Gespräche noch führen und habe bereits mit dem französischen Präsidenten gestern Abend mit dem griechischen Ministerpräsidenten gesprochen. Es war ein sehr freundschaftlicher, konstruktiver Austausch, aber es ist auch klar, es muss weitergearbeitet werden mit den drei Institutionen. Es ist noch eine ganze Menge zu tun. Frankreich und Deutschland haben Griechenland und dem griechischen Ministerpräsidenten angeboten, wann immer Fragen zu besprechen sind, wann immer Hilfeleistung zu geben ist, diese zu geben. Aber der Abschluss muss mit den drei Institutionen gefunden werden und es muss sehr, sehr intensiv gearbeitet werden. Dankeschön.